Hey und willkommen hier zu einer neuen Die Sims 4 Let's Play Folge hier in San Myshuno, der Welt aus dem Großstadtleben Erweiterungspack. Und letztes Mal sind hier in die Apartments, die umliegenden Apartments, von Lila und Rosie, unserer Glee-WG, sind hier eure Sims eingezogen, die ihr erstellt habt und für die ihr gewotet habt. Und ja, die ersten haben wir schon kennengelernt, ne Lila, aber du bist so todmüde jetzt hier, ne? So cool hier in den Küsten, hier müssen wir ein bisschen knutschen. So nice hier, so nice hier, come on, wo bist du denn jetzt? Komm hier. Hände küssen, das bringt dir deinen Bonus. Du bist Serienromantikerin hier, alle küssen hier. 10 Sims küssen, 4 von 10 und jetzt gleich 5. Wow, yeah. Oh, ihr zwei passt auch gut zusammen. Können wir, die müssen wir auch noch flirten. Aaron. Lila ist noch nicht so ganz so müde. Bisschen knuddeln hier, oder? Come on. Die danst hier schon ab. Polizistenwitz, Mann. War der nicht Polizist? Nee, ich glaube, der andere war Polizist. Sehr cool. Nummern austauschen. Komm, mach das mal hier. Nicht ins Bett gehen, Jungchen. Wow, der will sich hier zeigen, hier, ja. Aber hier fehlt auch irgendwie der Fernseher und alles auf den Theken, oder? Ja. Können wir ein bisschen knutschen? Wir müssen uns merken, wie wir schon geknutscht haben. Sulzul. Yeah. Torkanu, ja. Come on, bist du Single? Komm, das muss auch gehen jetzt hier. Ersten Kuss erleben, natürlich. Sollen wir uns knutschen? Ja, klar. Cool. Ich knutsch ja gar nicht. Richtig. Oi, nochmal zurück hier geknutscht. Komm, das muss auch zählen. 6 von 10. Sehr gut. Next one. Dich haben wir, glaube ich, noch nicht geknutscht, oder? Flirten. Ich weiß nicht, ich kann die nicht auseinanderhalten. Die sind alle gleich. Welchen haben wir denn schon geknutscht? Verdammt. Ja, was ist jetzt los? Der spricht mit dem Klo hier. Das ist Jumba. Ja, hallo. Schmutzigen Witz erzählt. Ey, Lila. Gibt's nicht hier knutschen? Mensch, Rose anbieten? Pass auf, du stehst hier in der Tür. Sollen wir zu McDonald's gehen hier zum Daten? Nee. Oder in die Schule? Wir sind doch schon junge Erwachsene. Wir können ins Puppenhaus gehen, ja? Klar. Nein, wo ist das Restaurant? Können die gehen? Unbedingt. Müssen wir halt machen, ne? Anmachspruch. Komm, nur ein bisschen, Lila. Komm, nur ein bisschen. Jetzt mal nicht. Flirten. Komm, nur ein bisschen. Komm, ein bisschen flirten. Aha, ja. Guck mal, das muss auch jetzt klappen hier. Knuddeln. Saponario. Ich bin müde, ne? Wir müssen noch knutschen. Komm, das muss noch klappen hier jetzt. So klappt es nicht. Ja, Lila, dann mach einen Anmachspruch. Komm, Anmachspruch. Ich weiß, du bist müde. Wir gehen gleich nach Hause schlafen. Da ist die Rosie dran. Komm. Ach, der will nicht. Na gut. Aber wir haben schon ein bisschen was geschafft. Das ist schon mal gut hier. Wow, das Baden. wir gehen jetzt nach Hause. Zurück nach Hause kehren. Ja, wir nehmen niemanden mit. Brauchen erstmal Ruhe wieder, ne? Lila. Ist genug rumgeknutscht für eine Woche. Ja, Serienromantikerin, das ist ihr Bestreben. Das ist ihre Story und die wollen wir natürlich voranbringen. Und ich möchte mal auch so ein Bestreben mal richtig schön abschließen. Das habe ich irgendwie noch nie gemacht bei keinem Sim hier. Ja, da müssen wir noch ein bisschen ranhalten, ja. Romanzen-Jongleurin, das passt ganz gut. Mit Rose Sims im Diamantenfieber angucken, das könnt ihr machen. Aber Rosie muss ich jetzt anziehen. Ja, zieh dich an, Madame. Wir machen jetzt nämlich Outfit ändern. Wir machen das hier erstmal. Oder das. Das finde ich ganz gut so. Als Restaurantchefin, oder? Zukünftige? Ja. Ja, das ist okay. Da müssen wir. Ah, nee, da hier wieder scheiß Outfits. Ja, gut, da müssen wir mal gucken. Wir möchten jetzt aber erstmal das Restaurant kaufen. Und das machen wir hier über die Option: ein Restaurant kaufen. Wobei das gar nicht geht, weil ich das noch gar nicht platziert habe. Das ist ja blöd. Da müssen wir nochmal zurück. Oder kann ich hier das schon platzieren in diesem Spielmodus? Wir müssen auf jeden Fall nach Forgotten Hollow, der Welt aus dem Vampire-Game-Depack. Und hier mein Vampir-Restaurant platzieren, natürlich, ja, hallo.
Casa Color, nix. Hier, Vampir-Restaurant. Nee. Das geht leider nicht. Na gut, dann müssen wir das hier kaufen. Ja, das müssen wir. Free Real Estate on. So. Das müssen wir jetzt so machen dann halt. Ja, wir kaufen das als Restaurant. Und dann müssen wir das Ding umwandeln in ein Restaurant. Also wenn wir das platzieren jetzt, dann müsste das eigentlich klappen. Ja. Wenn die Galerie nicht wieder spinnt und alles falsch hier anzeigt. Come on. Come on. So, das ist egal. Okay, wir haben eh kein Geld. Wir müssen jetzt, ich glaube, wir müssen Motherload machen. Oder haben wir jetzt immer noch Free Real Estate? Ich weiß es nicht. Wir machen jetzt mal Motherload. Ich glaube, das Ding kostet so um die... Geht es nicht? Ah, doch, geht. Haushaltsbudget, Restaurantbudget. Also umbuchen. Ich weiß nicht, ob das jetzt benötigt wird. Wir gucken jetzt einfach mal rein. Ob wir das platzieren können. Hier, guck mal an. Möbliert, natürlich. Na, nicht genug Geld. Also gut, dann fragt er doch hier nach. Also, dann müssen wir umbuchen. Machen wir mal hier die 200.000 hier, oder? So. Ja. Und jetzt müssen wir umbuchen. Jetzt müssen wir bauen. Machen wir das letzte Bild hier. So. Gibt's in der Diesem-Sphere-Galerie als Download, falls ihr das haben wollt. Daniel_simfans.de/EAID suchen. Das habe ich gebaut hier im Speedbuild im Channel. Könnt ihr euch natürlich auch angucken. Das Rosies Vampir-Restaurant. So sieht das aus. Ja, ja. Ja, gut. Hat nichts verrissen hier. Sehr schön. Ja, wenn man so Sachen platziert, ist manchmal ein bisschen blöd. Dann manchmal verschwindet irgendwas oder rutscht runter oder so. Ja, tja, ich freue mich. Sehr cool. Komm mal hier rein. Hier, ja. Bevor es hier wieder Tag wird. Das ist Rosies Vampir-Restaurant. Wie gesagt, gibt es hier im Channel als Let's Build. Ja, okay, komm, wir machen das jetzt. Wieder die Stalkerin hier, ne? Ne, oder? Hendrik Löhrer hier. Oh ne, oh ne, oh ne. Sollen wir mal unsere Stalkerin einstellen? Oh Mann, ich finde das so doof. Wer ist denn das? Laura Molina, die kenne ich gar nicht. Komm, dann stellen wir die ein. Ja, vielleicht die Schwester von der Red, die man nicht kennt. Nein, Spaß. Ja, ist okay, die ist gut als Koch. Okay, Kellner. Komm, wir stellen jetzt die Stalkerin ein als Kellnerin, das ist geil. Oder Lukas Breuer, den haben wir rausgeschmissen aus der Dings hier, aus der Tierklinik. Können wir den einstellen? Und als Empfangsherr-Dame nehmen wir mal die Elena Krämer, oder? Ja. Ja, ja. Führen Sie mich zum Tisch. So ist gut. Okay. Wir müssen jetzt noch hier was gucken. Was? Speisekarte. Oh, ja, natürlich. Speisekarte, das machen wir noch. Plasma-Chain. Gibt's das nicht? Plasma. Wir brauchen auf jeden Fall Vampire-Kram. Schade, dass man hier nicht filtern kann nach Vampire. Kirschschlürf, das ist okay. So einen schönen Wein, das ist auch toll. Nektar, Plasma-Chain, da ist er doch. Ja, also. Liebestrank Nummer 4 gibt es auch. Alles, was rot ist. Simsmapolitan, Amos Nektar. Ja, komm, das muss hier gleich das teure Krams hier sein, oder? Schattenreich. Oh ja, ein Schattenreich-Cocktail, bitte. Ein Gripshopper. Was gibt's denn da noch? Rosie hat ja auch schon Bar-Sachen gelernt. Die müsste ja auch die Vampir-Drinks hier machen können. Aber das ist mal in Ordnung soweit. Die sollen gleich das teure Zeugs hier machen. Essen. Okay, das wird... Gibt es da auch irgendwas mit Plasma-mäßiges? Plasma-Fruchtsalat. Genau. Das ist hier die Spezialität des Hauses. Und Speckblüten hier. Boah, was? What the fuck? Das sieht der Nigiri. Hier ist Kugelfisch-Nigiri da, Ding, oder? Das ist okay. Ja, die sollen alle den Plasma-Fruchtsalat hier essen. Vorspeise, oder? Ja, ist okay, keine Fritten hier. Ne, ne. Hauptgang! Wenn ihr was jetzt auch noch seht, dann schreibt es mir, weil dann füge ich das noch zur Restaurantkarte hier, zur Speisekarte hinzu. Was Vampir-like ist. Ne?
Das machen wir dann. Ich scanne das hier mal ab. Knoblauchnudeln. Das dürfen wir nicht machen, Knoblauchnudeln. Camper-Eintopf. Oh, wir müssen eigentlich niedrigere Gerichte nehmen, sonst geht das alles schief. Ja, wirklich mal. Die ist so mittel, die Köchin, ne? Aber die muss, glaube ich, schon noch ein bisschen das üben hier. Also wir probieren mal was zu finden. Was gibt's denn da? Hähnchen-Burrito. So ein Zweiergericht brauchen wir auf jeden Fall. Sonst wird das nichts. Ja, ein Curry. Schön scharf. Ja, kommen wir mal zum Curry. Und Pizza. Und Barsch. Was gibt's denn da? Was passt denn zu Vampiren? Was essen denn Vampire? Gar nichts eigentlich, ne? Ah, wie geil. Ein Restaurant, und keiner isst was. Rote Beete-Nudeln, die kriegen wir auch noch hier runter. So. Ja, das ist halt meistens Getränke hier nur, ne? Das ist nur so, falls mal andere Sims kommen. Die dürfen ja auch kommen. Dann, was haben wir noch hier? Was haben wir da? Oh, ach, wie cool. Hannas Bäckerei hier, meine Güte. Machen hier Konkurrenz auf. Also ich würde da auch so eine Obsttorte nehmen, die sieht so ein bisschen blutig aus. Zitronenriegel, ja, das ist ja. Oh ja, hier ein Erdbeertörtchen, ja, hier Zwinker, Zwinker, hier. Oh, Drachenatem. Das ist cool. Okay, das reicht. Ja. Mehr essen die eh nicht. Die sollen ja die teure Scheiße hier trinken. Entschuldigung. Okay, sehr gut. Bestätigt. Dann Gewinnspanne lassen wir mal so. Werbung machen wir mal Silberpaket für den Anfang, oder? Und Abend, Alltagskleidung. Nee, wir lassen das erstmal so. Köche gibt es hier nicht auch in Schwarz? Schwarz-Rot, perfekt. Passt schon. Kellner auch, oder? Ja. Ja, die Waffen lassen wir Schwarz-Weiß oder Rot. Nee, wir nehmen schon die. Ja, wir nehmen die. Im Personal. Da darf es auch das hier sein. Ja, das ist gut so. Kunden sollen Abendkleidung anziehen. Ja. Abendkleidung. Wobei Ausgekleidung auch gut wäre. Ein bisschen oben mit Dance und so. Ich würde mal Abendkleidung machen. Ja, die sollen schick hierher kommen. Ja. Yay. Kommt aber wieder auf, Rosie, oder? Wo bist du jetzt hin hier mit dem Getränk? Hier räumst du schon den Scheiß, meine Deko auf. Ja, das habe ich schon gesehen jetzt hier. Hallo? Hallo? Das geht voll nicht hier. Ja, sonst darfst du nicht machen. Waha. Nee, nicht meine Deko aufräumen hier. Ich sag's dir, Rosie, nix. Ah doch, die kannst du aufräumen. Wir öffnen jetzt mal. Die sollen jetzt mal alle kommen. So. Neue Kellner eingestellt, geöffnet. Alles klar hier. Wo ist mein... Hier. Du schaffst das, oder? Ja, du guckst so ein bisschen so. Oh Gott, was ist das für ein Laden? Wird mich hier eingestellt. Kriegst du hin. Sehr gut. Komm, das kriegst du hin. Rosie ist auch schon da. Räum mal das hier auf jetzt. So, die ist auch da. Unser Empfangsname. Sehr schön. Und wer ruft an? Marco Phelps. Marco Phelps. Ja, komm mal, kommen schon die ersten Gäste. Soll ich dich vorstellen, oder? Ja. Management begrüßen. Stopp, stopp. Hey, was steht hier schon wieder ineinander hier? Begrüßen, wir begrüßen euch alle. Stellst du überall diese Teller hin? Lass doch mal die schönen Gläser da stehen, die stinken doch noch nicht. Schlürf mal so einen Plasmabeutel. Ich glaube, das ist eh Durst hier, ne? Trinken. Trinken hier. Oh, ist so geil hier, ne? Wow. Bäm, diese Tapete ist der Hammer. Ist voll praktisch, dass die hohen runterfliegen können die ganze Zeit, ne? You want the soon, yeah, yeah. You want the soon. Vanessa? Uh-huh. Hi, willkommen im Vampir-Restaurant. Ich sehe ganz genau, ob ihr Vampire seid oder nicht, weil wir hier überall Spiegel aufgehangen haben. Ja, ja. Zumindest hier drin. Jetzt gucken wir mal, ob die Rosie wirklich nicht im Spiegel zu sehen ist. Jetzt gucken wir mal. Schlürfst du hier, ne? Machst du jetzt oben? Nochmal einschlürfen? Ja, darfst du machen. Wow. Ach ja, du bist hier die ganze Zeit hier am Rumfliegen.
komme gar nicht mehr hinterher. Ah, die sieht man echt nicht, aber das Röhrchen hier sieht man, das Ding, ne? Wie geil. Das ist so cool gemacht. Ah, ja, Rosie, ja. So, haben wir dich schon begrüßt? Na, haben wir schon, oder? Tisch überprüfen. Oh, ist alles in Ordnung bei euch? Aha. Das ist bestimmt voll creepy, wenn plötzlich jemand vor allem hier als Fledermaus auftaucht, ne? Müssen wir kurz warten, bis der hier fertig ist. So, Herr Breuer hier, sind Sie fertig? Wow. Und wie geht's euch? Sehr gut. Voll perfekt, als Vampir ein Restaurant zu führen. Man wird nie müde. Und wow, 4 Sterne, sehr schön. Bestellung priorisieren. Hey, ihr zwei hübschen Ladies, ja, für eine Rakete geht, ihr werdet priorisieren, dann kommt ihr schneller ins Weltall. Aha. Aha. So, aha. Vampir, Plasma trinken, nee. Freundlich vorstellen, können wir auch mal so machen, oder? Wir können uns auch mal so vorstellen. Hi, ich bin die Rosie, ich bin hier neu in der City hier, ja? Level 3 der Charisma-Fähigkeit, sehr gut. Oh, ach super. Malst du auch, Rose? Nein, mach ich nicht. Das ist ja wieder so voll die Freaks, was habt ihr eigentlich an? Ah ja. Da ist noch jemand hier. Oh nee, das ist gleich die Restaurantkritikerin hier, wirklich mal. Hier, die singenden Status hier. Begrüßen. Rosie, da bist du willkommen. Jetzt kriegen wir eine schlechte Bewertung. Nein, gleich schon in der ersten Folge eine Kritikerin hier, nö, oder? Aber willkommen, Sie sind bestimmt ein ganz normaler Gast. Sie fühlen sich wie zu Hause. Oh, die macht sich schon Notizen hier. Ne. Freundlich vorstellen hier, oder? Sol, Sol, ne? Alles gut bei euch hier. Du Lama. Weh, du gibst mir eine schlechte Bewertung. Jetzt können wir die nicht priorisieren, verdammt. Ja, Rosie, komm hier mal auf. So. Oi. Yipsi, ja, Yipsi hier. Sehr gut, oder? Oh, Qualität ist schlecht, verdammt. Qualität ist schlecht. Qualität ist normal. Qualität ist schlecht, verdammt. Braucht mehr Übung. Oh, oh. Wir müssen die zur Schulung schicken, Rose. Wir müssen die. Uiuiui. Vorsichtig. Machen wir mal vorsichtig. Gerichte hochwertiger. Das ist am wichtigsten. Wir müssen die kritisieren. Und wir bezahlen für eine Standardschulung. Kriegst du ja eine Schulung von uns, ja, und dann ist alles gut. Ja, super. Nochmal hier loben. Yay, Sui hier. Und du wirst befördert auch noch. Du sollst auch vorsichtig machen, habe ich gesagt. Ambo Yesla, was ist hier los? Lila, du sollst zu Hause arbeiten, bitte. Genau. Okay, dann ist das ja schon mal ganz gut. Ich hoffe, das klappt jetzt. Oh, oh. Management. Tisch überprüfen. Management. Prio machen hier, ja? Ja, ho. Sind die schon weg, oder was? Hallo, wie geht's Ihnen? Ja, alles okay. Ah, das freut mich aber. Ich möchte schon einmal einen guten Hunger wünschen. Für Empfehlungen stehe ich jederzeit zur Verfügung. Und ich werde dafür sorgen, dass der Koch den Herd hochdreht, damit das Essen schneller kommt. Okay, das ist okay, ne? Oh, oh. Ah, da kommt nochmal hier jemand. Management begrüßen. Management Tisch überprüfen. Wo bist du denn schon wieder? Rosie, lass das Date hier sitzen. Voll wild hier, hallo, ne? Begrüßen. Oh ja, genau. Die sind hier in der Rose Lounge. Die dürfen bekommen gratis Dessert. Machen wir. Raha. Ah, das ist das Alien-Kind. Das ist was Jonas hier. Bimi. Das Jonas im Alien-Haus hatte auf 6M. Das ist die Mami. Leila Luna. So, unser Kellner ist da. Was hätten Sie denn gern hier? Rosie. Ah, willst du missen, B? Ihr hättet jetzt umsonst was bekommen. Wir müssen die Aura aktivieren. Ein bisschen mehr Romantik hier, ja? Kann man die Rosen ja nicht auch aktivieren hier? Nee, ne? Schade. Das wäre es jetzt gewesen. Okay. Oh, der Kamin ist weg. Wo ist denn der hin? Hat der Blue schon wieder da? Oh, nee. Die Miss Gnado Face ist da. Nein, oder?
Mit der Flora aus Floras Blumenladen und die Knirrface aus der Lama-WG. Meine Güte hier. Tisch überprüfen. Seid ihr auch schon fertig hier? Meskenor, hier, komm mal, begrüßen. Rossi. Was macht ihr denn in der Küche, hallo? Raus mit euch. Jamba, ja, Cupcakes will ich haben. Wieso gibt in dieser Küche keine Cupcakes? Ich glaube, ihr habt euch vertan, ne? Oh, 2 Sterne. Und mein Magen ist nicht leer und meine Brieftasche auch nicht. Dass dieses Lokal erfüllt die Grundvoraussetzungen dafür, dass das Restaurant genannt zu werden. Ist hier, wenn du ein schwaches Herz hast und Aufregung vermeiden musst. 3-Sterne-Bewertung, das ist doch mal gut. Wenn die uns so bewertet hat hier. Ja, deine Chaka-Chaka hier. Sehr gut. Dann räumst du weiter auf, oder? Aufräumen. Räum mal auf. You want the food here. Oh nee, du hast das Ding hier fallen lassen. Und zum Glück nicht bei der Testerin hier. Wieso wollen die alle Cupcakes? Ihr seid in der falschen Folge. Das war Hannah mit der Bäckerei, nicht Rose. Ihr habt euch vertan. Falscher Laden. Wieso bricht das denn immer ab? Tisch überprüfen, come on. Do it. Hallo, Ladies. Wir sind alles in Ordnung hier am Tisch? Ja, alles gut. Boah, Minus hier, was ist denn los? Ah, wow, jetzt wird schon wieder kratzig hier. Was, sie wird kratzig. Begrüß die auch mal. Die Jungs hier, oh, die mögen keine Vampire. Was macht ihr denn hier im Laden? Das hat sich auch gelohnt zu fliegen. Hm? Ja, guter Service, ja, also gut. Tisch überprüfen, auch nochmal Aufmerksamkeit hier. Oh, da hat jemand geflucht hier. Raha. Ach, das kriegen wir schon hin. Am Anfang ist immer blöd. Manfred Fresh kommt auch mit seiner Julia Cooper hier. Und der kleinen Pia Cooper. Ach, schön, dass ihr zu dritt ausgeht. Ja, aus der Container-WG der Manfred Fresh. Sehr nice. Und auch in der Tierklinik hat er schon gearbeitet bei Svea. Oder arbeitet immer noch, glaube ich, ne? Oder nicht? Söhne, ja, räum mal auf, komm. Sie liegt da alles mal auf dem Boden rum. Ja, wir könnten eigentlich auch Lila herholen. Die könnte eigentlich auch noch helfen, so zum Aufräumen. Was macht ihr denn? Wieso seid ihr denn hier drin? Und macht ihr was Gutes hier für uns? Ich hoffe doch. Ich hoffe doch. Mischke, ja, räum mal alles das Deko-Krams hier auf von Daniel, ne? Sehr cool. Wo bist du jetzt? Oben. Komm, aufräumen. Schatzilein, räum mal auf. Da kannst du mal so eine Plasmafrucht hier mampfen. Das braucht man hier ja schon, ne? Bisschen Vampirenergie, wenn du so viel rumflederst hier. Ach komm, mach doch nicht immer diese Fledermausform. Kannst du das jedes. Diese kann man nicht auswählen, jedes zweite Mal. Das wäre doch schon mal gut. Das lohnt sich ja gar nicht, wenn du nur 2 Meter weiter springst. So, da lohnt sich, ne? Ja, da lohnt sich schon beim Teller aufräumen. So, schlürf. Schlürf, schlürf. Hast es dir verdient. Du kannst dann hier auch noch so ein bisschen Getränkemixe üben. Das ist ganz gut, ne? Wir haben ja jetzt diese Vampirsachen da gelernt. Wir haben kein Geld mehr. Eieiei. Noch ein bisschen was umbuchen. Machen wir mal 5000. Ja. Restaurant wirft halt Gewinn ab. Sagen wir jetzt mal. Ja. Schönes Ding hier, ne? Geil. Ja, jetzt muss der Laden noch laufen, Rose. Ne? Das ist jetzt das Schwierige da dran. 2,5 Sterne, immerhin. Erste Eröffnung. Ach, das ist gut, ne? Erstmal ein Drink hier. Mal ein bisschen von oben runter gucken. Geht's denen gut? Ja. Danke euch fürs Zuschauen. Das war's für heute hier im Let's Play mit Rosies Restaurants. Wie gesagt, das Restaurant selber gibt's in der Sims 4 Galerie als Download. Könnt ihr euch herunterladen, könnt ihr euch angucken, könnt ihr... Ja, damit spielen, wenn ihr wollt. Ganz viel Spaß dabei. Und wir hören uns dann in der nächsten Let's Play-Folge hier. Oder natürlich dann jetzt noch einem anderen Video eurer Wahl, falls ihr noch mögt. Bis dann. Macht's gut. Ciao.